Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit den sinusförmigen Wechselspannungen im Drehstromsystem. Wir sehen hier schon ein entsprechendes Bild. Ich habe in der Beschreibung sämtliche Verläufe, die ich hier darstelle, als GIF zur Verfügung gestellt, sodass Sie die dort auch abgreifen und verwenden können. Zunächst schaue ich nochmal auf das Drehstromsystem. Wir sehen hier links die drei Spannungen von jeweils 230 Volt Effektivwert. Es handelt sich um sinusförmige Wechselspannungen, die um 120 Grad zueinander verschoben sind. Ich kann sie natürlich jeweils gegenüber dem Sternpunkt, aber auch gegenüber dem Neutralleiter messen. Rechts angedeutet sind die Spannungen von 400 Volt, die ich zwischen den Außenleitern L1, L2 und L3 messen kann. Das sind ebenfalls sinusförmige Wechselspannungen, die wiederum zueinander phasenverschoben sind und einen Effektivwert von 400 Volt haben. Gegen Ende des Videos gehe ich auch nochmal darauf ein, warum denn gerade ein Wert von 400 Volt entsteht, obwohl doch in den eigentlichen Spulen nur Spannungen von jeweils 230 Volt induziert werden. Das erste GIF zeigt die sinusförmige Wechselspannung U1 gegenüber dem Neutralleiter. Wir sehen, sie ist sinusförmig. In diesem Bild sehen wir zwei Durchläufe bis 40 Millisekunden. Das Ganze jetzt nochmal. Der Maximalwert ist Wurzel 2 mal 230 Volt, also 325 Volt. Im nächsten GIF bzw. Bild hier sehen wir die drei sinusförmigen Wechselspannungen von 230 Volt und deren Phasenverschiebung zueinander. Wir erreichen jetzt 40 Millisekunden und fangen nochmal von vorne an. Von 0 Millisekunden wird es jeweils zwei Periodendurchläufe bis 40 Millisekunden geben. Die Phasenverschiebung ist sehr gut erkennbar. Jetzt sehen wir die Verläufe der zwischen den Außenleitern bestehenden sinusförmigen Wechselspannungen von 400 Volt. Wir sehen, dass die auch um 120 Grad zueinander phasenverschoben sind und einen Maximalwert von Wurzel 2 mal 400 Volt haben. Das Drehstromsystem enthält somit also zweimal drei Phasen. Einmal die mit 230 Volt Effektivwert, die jeweils um 120 Grad zueinander verschoben sind, und die mit 400 Volt, die ebenfalls 120 Grad zueinander verschoben sind, aber auch um 30 Grad gegenüber dem 230 Volt System. Diese Animation enthält nun die Außenleiterspannung zwischen L1 und L2, U1-2, sowie die beiden Spannungen U1 und U2, aus deren Subtraktion die Außenleiterspannung U1-2 entsteht. Auf die Entstehung dieser Spannung U1-2 und warum es eine Subtraktion ist, gehe ich jetzt näher ein. Wir sehen hier nochmal das Drehstromsystem. Bilde ich im oberen Zweig einen Maschenumlauf, so ergibt sich daraus, dass U1-2, also die Spannung zwischen L1 und L2, gleich U1 minus U2 ist. Sie sehen, dass das U jeweils unterstrichen ist. Damit wird angedeutet, dass man bei dieser Subtraktion nun jeweils die Phasenverschiebung berücksichtigen muss oder aber, dass man Zeitpunkt für Zeitpunkt diese Subtraktion durchführen muss. Und genau das werde ich in den folgenden Bildern zeigen. Dazu nochmal dieses Bild aus der vorangegangenen Animation. Der obere gelbe Pfeil zeigt nun U1 und U2, die haben nämlich zu diesem Zeitpunkt den gleichen Wert. Und subtrahiere ich nun diese beiden Werte voneinander, so komme ich natürlich auf 0. Wir sehen, dass der Spannungsverlauf der schwarz angedeuteten Spannung, nämlich die mit dem Effektivwert 400 Volt, zu diesem Zeitpunkt 0 Volt beträgt. Und so muss ich nun, um aus U1 und U2 den Spannungsverlauf U1-2 zu gewinnen, Zeitpunkt für Zeitpunkt diese Subtraktion durchführen. Genau dann entsteht die Spannung, die wir hier sinusförmig sehen, nämlich die mit einem Effektivwert
von 400 Volt, die wiederum eine Phasenverschiebung von 30 Grad gegenüber der ursprünglichen Spannung U1 hat. Das kann man an den Maximalwerten der roten Spannung und der schwarzen Spannung recht gut erkennen. Im Folgenden werde ich noch eine weitere Subtraktion von einem konkreten Wert zeigen, nämlich die Subtraktion des Wertes U2 von U1. U1 hat zum angedeuteten Zeitpunkt den Wert 0. Davon muss ich nun den negativen Wert der blau angedeuteten Spannung abziehen. Wenn ich nun den Wert abziehe, der negativ ist, muss ich ihn also letztlich aufaddieren. Minus und Minus ergibt Plus, sodass also die 400 Volt Spannung zu diesem Zeitpunkt gerade den gleichen Betrag hat wie die Spannung U2, jedoch nicht negativ ist, sondern positiv. Ja, soweit zu diesem Thema. In der Beschreibung zu diesem Video finden Sie einige GIFs, die ich hier genutzt habe. Dort ist ein Hinweis auf meinen YouTube-Kanal enthalten, den sollten Sie übernehmen und sind ansonsten frei, diese GIFs zu verwenden. Allerdings auf eigene Verantwortung, denn ich werde keine Garantie dafür übernehmen, dass jedes Detail in diesen GIFs richtig ist. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie rege Gebrauch von den GIFs machen. Und ich würde mich natürlich auch über einen Daumen hoch und über ein Abo sehr freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.